Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Green Hell mit der Aufgabe, ein Feuerlager zu entzünden bis zum 4. Januar. Und wir haben jetzt den 3. Januar. Das heißt, ich muss mich ranhalten, weil das sind 40 Baumstämme. Allerdings sind es jetzt nur noch 32, ja, nicht klar. Und die möchte ich natürlich ohne den Beisein der Eingeborenen machen hier. Und ich hoffe, dass ich genug Stämme kriege. Dass hier noch genug Bäume sind, die ich hier fällen kann. Ansonsten habe ich dann Probleme, da muss ich nämlich darüber oder so, ne? Und da hinten sitzen die Eingeborenen gerade. Und hier ist Bambus, das heißt, den kann ich nämlich nicht nutzen. Ja, und ich habe keine Obsidianblätter mehr, von daher muss ich mich mit dieser Billig-Axt hier sozusagen zurechtfinden. Aber das passt schon. Ich habe mich hier ein bisschen eingerichtet in den letzten zwei Folgen und möchte das dann noch auch schaffen. Was willst du, kleines Bruder, denn von mir, hä? Das hier, ne? Aber nix. Nix mit dem Commander. So, aber ich muss noch was loswerden. So. Und auch erledigt. Na? Wenn wir zu arge Probleme kriegen mit den Eingeborenen, habe ich auch zur Not noch ein paar Molinera-Blätter dabei. Also ich kann mir locker Verbände bauen. Und ich habe keine Tabakpflanzen gefunden. Ich glaube, ich laufe gerade falsch, oder? Ja. Ah, toll. Trägt daneben am Lauf, ne. Ey, Mann, ey. Wie viel habe ich jetzt schon? 12 habe ich schon von 40. Gut, läuft doch, ne? Noch 28. Das heißt, noch 14 mal rumlaufen. Boah, jetzt schräg ich mich vor einen kleinen Stock, ey. Das wird noch was, Leute. Das wird noch was. Ein Heidenspaß. Bin gespannt, was danach passiert. Wahrscheinlich voll der fette Angriff. Wo ich um mein Leben betteln muss. Das sah halt eben so aus, als wenn da Früchte dran hingen. Warum bin ich eigentlich gesundheitlich so angeschlagen? Hm, vielleicht weil ich mal was essen sollte, ne? Und ich habe noch Schlangenfleisch, genau.
Genau. Hier, da, genau. Dich brauche ich. Und trockenes Blatt. Come on. Yes. Das Geile daran ist ja, die Tipps noch hierbei, ne? Also ich bin zwar einer, der auch manchmal gerne irgendwo reinrennt einfach und loslegt, aber hier bei so Herausforderungen, da mache ich dann doch schon lieber normale freie Spiele erstmal und mache dann so Herausforderungen, damit ich mich so ein bisschen auskenne. Und geben da Tipps drunter. Okay. Haben die wahrscheinlich überall gemacht. Aber ist ja nicht so schlimm. Ist ja nicht so schlimm. Trotzdem lustig. Ist echt komisch. Es ruckelt immer noch. Ich habe das schon auf Medium gemacht, die Einstellung. Aber das Spiel ist einfach ruckelig. Ich denke mal, das ist, weil hier neues Zeug spawnt und das nicht despawnt, das Zeug. Ich denke mal, da ist das Problem bei denen. Anders werden die das auch nicht in den Griff kriegen. Weil ist ja klar, je mehr Dinge hier liegen, desto mehr Speicher wird gebraucht. Die lasse ich mal. Wenn man wenigstens sagen könnte hier despawnen. Hier nur die ganze Zeit, wenn du jetzt hier rumläufst und allen Scheiß hier auf Zerstören klickst, dann ist ja auch nicht geholfen. Da bist ja länger beschäftigt als ne, mit dem Feuer zu spielen. So, und wieder ausmachen und hinspeisen. Na. Oh. Oh, Entschuldigung, schlug auf. So, mal eine Hoffnung, dass es gleich wieder anfängt zu regnen. Aber es fühlt sich besser. Dann kann er wieder weiter boxen gehen. Wenn ich irgendwo noch was finde zum Abholzen. Oma holzt den Urwald ab. Ganz alleine. In nur 4 Tagen. Mein Segen rollt die Scheiße nicht bis nach Afrika. Ey. Sondern bleibt auf der Stelle liegen. Ich überlege, ich müsste da noch hinterher rennen, um die Dinger einzusammeln. Nee. Oh, 32 noch. 22. Ah. Brauche ich eigentlich nicht mehr, aber warum vergeuden, ne? Hier ist alles nur Bambusch. Bambuschkaya. Seriously? Ich hab nur einen Stein. Verdammt. Also Holz finde ich hier genug. So ist das ja nicht, ne? Sehr schön. Auf dem Strand ist Verlass. Oder eher gesagt, auf den Bach. Den lassen wir mal liegen. Für die Eingeborene, die brauchen vielleicht auch einen. Oh, jetzt hätte ich fast zerstört.
So. Na 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 na. Hat noch hier noch Power zum Arbeiten hier. Geh weg, was auch immer da gekräuschelt hat bei mir. Guck mal, also ich hoffe ja mal, ich schaffe das jetzt. Oh, guck mal, eine Molinera-Pflanze. Da werde ich jetzt mal eben. Mal eben, wohlgemerkt. Weil da kann ich mir die nämlich direkt nehmen. Jetzt kommt der Tagebucheintrag mit dem Bogen, den ich eigentlich schon von der letzten Folge gefunden habe. Aber ist ja nicht schlimm, ne? So, jetzt habe ich erstmal genug von denen. Ich brauche gar nichts zu trinken. Ich brauche auch nichts zu trinken. Ich brauche Fleisch. Fleisch, Fleisch. Jawohl. Sehr gut. Und dann wieder Bäumchen suchen. Ich hab leider nee. Nope. Ich glaube, ich muss doch nach unten jetzt langsam mal. Ja. Ah, den habe ich noch. Ist wenigstens gut, da sehe ich wenigstens von wo die kommen. Aber ist immer noch scheiße, dass man nicht hier speichern kann. Aber ist ja eigentlich auch richtig, weil sonst ist es ja keine Herausforderung, ne, wenn man nicht speichern könnte. Von daher ist das schon vollkommen in Ordnung. Und schaffen kann man das. Lass mich in Ruhe, geh weg. Komm mir nicht zu nahe, Bro. Na. Dann gehe ich nämlich jetzt erstmal hier hin. Wird schon wieder dunkel, so Mist. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Bis 12 Uhr. Muss ich es, glaube ich, haben. Oh, jetzt kommen auch noch die Blutegel. Könnte es sein, dass das nur einer ist? Jo. Keiner da, gut. Keiner da, keiner da.
Ich bin nicht extra so leise. Ich möchte einfach nur hören, ob ich nicht einen von den da. Sitzt der da? Sieht so aus, ne? Ja, das sind mit Sicherheit zwei. Sehr schön. Ich habe Angst. Ich will nicht sterben. Bin doch noch so jung. Jetzt war mal so still. So, ich möchte jetzt auch durchmachen, bis ich das Feuer entfache. Denn dann sollte ich natürlich auch in die richtige Richtung gehen, ne? Ich war in der richtigen Richtung, ich Depp. Wie viel noch? 10 Stück. Boah. Oh Mann. So, richtig gefallen, ja, aber wo ist da? Spannend, spannend. Schafft der das oder schafft das nicht? 8 Stück. Nicht da rein. Ah. Fast da nach oben geflogen. Nur noch seht. Danach habe ich nichts mehr. Nur noch die Dose und dann muss ich wieder auf die Suche gehen. Ah, du. Jetzt hat die mich auch noch ein zweites Mal getroffen. Sammel die scheiß Ding ein, ja. Kann ich da jetzt auch die normale Dings drauf machen? Nee, leider nicht. Das ist natürlich dumm gelaufen. Das ist sehr dumm gelaufen, weil ich kann jetzt nicht pennen. Weil wenn ich bis 12 Uhr das fertig haben muss. Oh, Alter, erschreck mich nicht so. Oh no. Und jetzt geht das auch noch. Are you kidding me? I need to rest. Nein, hast du nicht.
thirsty. Oh oh. Nein, 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 nein. Okay, Leute. Ich werde es danach zwar nochmal aufnehmen, aber ich werde sehen. Ich werde jetzt so lange aufnehmen, bis ich das geschafft habe. Und die Reihe stelle ich dann auch online. Also diese hier wird noch online gestellt, aber danach mache ich so lange, bis ich es geschafft habe und stelle es dann online. Also tut mir leid, Leute, ich habe es wieder verkackt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Wobrat. Ciao, ciao.